Bestellt. Wir nehmen an, das geht aus meinem Tornado. In irgendeine andere Richtung? Dabei ist doch ein großer Teil von der Hauptsache er kauft, ne? Sicher. Hermann, Hauptsache er kauft. Was so Technologie und so weiter, wie das so Maschinen machen, wo das Kabel ständig bewegt wird, hin und her, auf der Wochen. Der hatte sie untersuchen lassen. Und er sagt, der Arzt, sie haben drei Eier. Er war da maßlos enttäuscht. Er sagt, am Gott, das wird nicht sein. Ich bin eine Missgeburt. Und er sagt, nein, sie sind so froh, dass sie es haben. Das ist schon stärkt ihre Potenz und so weiter. Hat den Mann so motiviert, dass er also ganz begeistert ist. Er rausgegangen oder kam man zum Nachtlokal vorbei. Da stand da so ein großer Ausschmeißer. Und dann hat er den lauter Freude an der Schulter gefragt. Stellt sich vor. Nee. Da hat er gesagt, voller Begeisterung, sehen Sie vor, wir zwei zusammen haben fünf Eier. Und er sagt, ja wieso, haben Sie nur eins? Neu auf dem Markt. VDE approbiertes Sicherheitskabel. YSLÖ. Neu im Lab-Programm Flachbandverbindersysteme. Mit Stecker und Presswerkzeug. Flachbandleitung geliefert auf Kabeltrommel. Steckerverbinder der Firma Odu. Als Lab-Bezeichnung Bandclip. Eine neue Verschraubung aus Polyamid, die alle Eigenschaften hat, die eine Verschraubung benötigt. Also zuerst einmal Schutzart nach IP65, dann Verdrehtsicherung und Zugentlastung. Der Bereich geht jeweils nach PG-Größengesäe zwischen 4 und 6 mm. Die Dichtung ist hier mit eingegossen. Sie brauchen also keinen extra Dichtring. Überstark zusammengeschraubt, damit Sie sehen, wie eng der Durchmesser wird. Ja. Auch für kleine Leitungen, wo an sich
eine Verschraubung nicht vorgesehen ist, dichtet selbst einen kleinen Draht ab, also eine Litze von 1,5. Aber die Verschraubung ist nicht wasserdicht. Ja, wir haben sie also geprüft bis zu 10 Bar. Also die Prüfungen sind noch nicht ganz durchgeführt, weil wurde ja in der Nacht vor der Messe, die ersten Typen wurden in der Nacht vor der Messe hergestellt. Wir haben also schon Versuche gemacht, wir haben mit einer Handzange, haben wir die hier zusammengepresst, dass sie sich also oval verformt hat, geht dann wieder zurück. Oder wenn Sie die mit zwei Zangen mit Gewalt zusammenschrauben, dann überspringt das Anschlussstück nur. Meine sehr verehrten Damen und Herren, falls Sie es noch nicht gemerkt haben sollten, wir befinden uns auf dem anwendungstechnischen Stand der Firma UI Labka G Stuttgart. Im Moment laufen gerade die Verhandlungen, die Verkaufsverhandlungen über die neue Skintop-Kabelverschraubung aus Polyamid. Schauen Sie sich bitte diese skizzenhafte Darstellung an. Das erklärt alles. Um die weiteren Verkaufsverhandlungen nicht zu stören, blenden wir uns wieder aus. Vielen Dank. Ja, ich meine, die Hauptsache dabei ist, dass es eben nicht bricht und nicht, dass es rausbringt. Genau. Dass man es fest anziehen kann, dass das Gewinde nicht überspringt. Das ist in der Praxis sehr wichtig. Mit Kunststoffverschraubungen ist halt immer noch die Vorstellung verbunden, die kann man doch nicht so fest anziehen wie bei sich. Oder sie bricht auch oftmals weg. Ich hoffe, dass. Stellen wir 1977 auf der Hannover Messe unser Programm Mess- und Lagerungstechnik aus. Umrolltechnik.